Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs. Diesmal mit der Zimmererinnerung Kam nach Eger zu den historischen Dachstühlen und nach Walsassen zur Besichtigung der Basilika und des Klosters. Insgesamt 35 Personen haben sich für den Ausflug der Zimmererinnerung angemeldet. Mit dem Bus ging es von Roding, Kam, Rötz nach Eger in Tschechien, tschechisch Cep. Cep ist eine kleine Stadt mit 33.000 Einwohnern und einem schönen historischen Marktplatz. Als wir mit dem Bus angekommen sind, sind wir zu Fuß auf den Marktplatz gelaufen. Dort sind wir zuerst in das kleine Café El Café eingekehrt. Dort gab es belegte Brote, Kaffee und Getränke, damit sich jeder kurz von der Busfahrt erholen konnte. Nebenan war ein schönes Pralinengeschäft. Unsere Reiseleiterin Jitka hat uns begrüßt und anschließend wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe besichtigte die historischen Dachstühle in Cep. Cep hatte im Jahr 1270 im April einen großen Brand, bei dem alle Häuser auf dem Stadtplatz abbrannten. Und die Kaufleute haben sich damals zusammengetan und haben insgesamt 57 neue Stadthäuser gebaut. Aus dieser Zeit stammen auch noch zahlreiche alte historische Dachstühle, die wir in den Häusern besichtigen durften. Die alte Handwerkskunst konnte somit erhalten bleiben. Es sind Dachstühle aus nahezu allen Jahrhunderten zu sehen und die damalige Handwerkskunst ist dort deutlich zu sehen. Nach der Besichtigung des ersten Dachstuhls ging es in ein großes Komplex gegenüber mit 5 Häusern, die miteinander verbunden sind. Damals schon hatte man zwischen den Häusern die Balken ausgemauert. Dies kann man als den ersten Brandschutzwand betrachten, die es bisher in dieser Form noch nicht gab. Dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer, wie zum Beispiel dem Zimmerer Berufsschullehrer Herrn Müller aus Weiden oder dem ehemaligen Zimmerermeister Hauer aus Parkstein, konnten all diese Dachstühle bestens erhalten werden. Herr Hauer hat zudem zahlreiche kleine Modelle dafür erstellt, die heute in einem Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Klosters ausgestellt sind. Hier können die Zimmerer sich über die alten Zimmererkunst der Dachstühle informieren. In den Modellen sind die Schwierigkeiten deutlich zu sehen. Die Ausstellung ist sehr schön aufgebaut und liebevoll eingerichtet. Dieses Programm kann man auch ganz offiziell über das Tourismusbüro buchen und besichtigen. Für die Zimmerer war es eine sehr schöne Fahrt mit einem tollen Einblick in die ehemalige Zimmererkunst. Weiterhin ist in den Werkstätten noch eine Restaurierung untergebracht. Anschließend sind wir mittags in die Brauereigaststätte Vesta eingekehrt. Hier gab es leckere tschechische Spezialitäten und tschechisches Bier zum Probieren. Das Essen war gut und die Stimmung war hervorragend. Abschließend bedanken wir uns bei Jitka, unserer Führerin und den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz und die Zeit, die sie uns geopfert haben. Danach ging unsere Fahrt weiter. Wir besichtigten die Dreifaltigkeitskirche Kappel in der Nähe von Walsassen. Sie liegt schön auf einer Anhöhe und ist ein toller Bau. Nach einer kurzen Besichtigung der Kirche
ging es für uns weiter nach Waldsassen. In Waldsassen sind wir zur Basilika gefahren. Die Basilika wurde in den letzten Jahren renoviert und wiederhergestellt. Die Räumlichkeiten sind sehr schön und wir haben die Kirche besichtigt. Anschließend sind wir zur Touristeninfo gegangen und dort haben wir uns einen kurzen Film über das Kloster Waldsassen angesehen. Danach wurden wir von einer Schwester zu einer Besichtigung durch das Kloster und die Klosterbibliothek abgeholt. Auch einen kleinen Klosterladen gibt es, wo man Sachen aus der Region kaufen kann. Danach gab es zum Abendessen noch eine Einkehr in die Klosterschenke. Auch hier gab es hervorragendes Essen und leckeres Bier. Die Stimmung der Zimmerer war gut und nachdem alle gut gestärkt waren, ging es langsam wieder nach Hause. Euer Schorsch on Tour sagt danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen drücken und Kanal abonnieren.